Man nennt ihn den Schneesturm des Jahrhunderts. Der gesamte Bezirk South Park wird mit Schnee überschüttet und es wird noch mehr erwartet. Aus der ganzen Stadt werden Unfälle mit mehreren Autos und Stromausfälle gemeldet. Oh Schatz, zum Glück bist du in Sicherheit. Mom, hast du gesehen, wie krass es draußen schneit? Ja, Schätzchen, und es wird schlimmer. Heute gibt's doch bestimmt schneefrei. Die Schule fällt raus, oder? Noch haben sie nichts gesagt. Der Sturm ist noch heftiger geworden. Ich stehe hier an Starksteich, der komplett zugefroren ist. Und ein Tankwagen ist ins Eis gekracht. Es gibt mehrere Opfer. Mehrere Opfer? Die Schule fällt aus, ich weiß es einfach. Eric, das ist sehr ernst. Hier wird es einfach immer schlimmer, Tom. Der Sturm lässt überhaupt nicht nach und angesichts der Schneemassen und der vereisten Straßen steht uns eine katastrophale Nacht bevor. Oh Gott, die Schule wird ausfallen. Fällt die Schule aus? Fällt die Schule aus? Eric, geh wieder ins Bett. Aber ich muss nicht ins Bett, weil ich nicht aufstehen muss. Das wissen wir nicht, Eric. Das sehen wir morgen früh. Gott, bitte. Bitte. Mach, dass es wieder schneit. Mehr als je zuvor. Bitte, Gott. Bitte nur dieses eine Mal. Verarsch mich nicht. Mindestens 20 Menschen sind tot, Tom. Es gibt Berichte von gefrorenen Wasserleitungen und sogar gefrorenen Leichen. Und fällt die Schule aus? Fällt die Schule aus? Eric, es ist furchtbar. Die Stadtverwaltung warnt, dass sogar Ersthelfer heute zu Hause bleiben werden. Die Straßen sind unpassierbar. Nirgendwo gibt es mehr Klopapier. Was ist mit der Schule? Die Stimmung ist wirklich apokalyptisch. Passt alle gut auf euch auf, bitte. Du willst mich doch verarschen. Oh, und wir haben gerade erfahren, dass alle Schulen heute geschlossen sind. Ja! Ja! Die Schule fällt aus! Schneefrei! Heute keine Schule, keine Schule, heute keine Schule. Ich bin in ein paar Stunden wieder da, Mom. Dann hätte ich gern was zu futtern. Wo willst du denn eigentlich hin? Ich gehe raus und spiele mit meinen Freunden. Das ist nicht sicher, Schätzchen. Mom, wir haben schneefrei. Das ist ein magischer Tag im Leben eines Kindes. Schule! Komm schon, wir haben schneefrei! Komm schon, Butters, los geht's denn! Schneefrei, Leute! Hey, Neuling! Neuling, ich red mit dir! Da bist du ja! Komm schon, Neuling! Ab in die Klamotten! Wir haben schneefrei!
Sei vorsichtig da draußen, Schatz. Viel Spaß mit deinen Freunden. Hallo, mein Gehilfe. Ich bin der große Zauberer. Uns erwarten heute viele Schlachten. Ach ja, seit du das letzte Mal gespielt hast, mussten wir alle Regeln ändern und neu anfangen, weil jemand total OP wurde. Du musst also in die Schule und mit dem Hüter der Regeln sprechen. Komm, triff mich auf dem Dach, Neuling. Wir müssen dich auf den neuesten Stand bringen. Meine Güte, über Nacht ist einiges runtergekommen. Okay, die Regeln sind einfach. Menschen hassen Elfen und Elfen hassen Menschen. Jetzt geh und such dir Waffen und Ressourcen und triff mich auf dem Schuldach. Los! Zauberer sagt, dass Klopapier im Moment wertvoller ist als Gold. Sammel etwas ein, Neuling. Neuling, du kannst das Klopapier wie echtes Geld benutzen. Kauf damit eine Waffe. Unglaublich. Ich stecke im verfickten Schneesturm des Jahrhunderts fest und die wollen mich feuern? Nicht meine Schuld, was hier über Nacht passiert ist. Sei gegrüßt, Krieger. Möchtest du eine schöne Waffe kaufen? Also gut, du bist jetzt bewaffnet, Neuling. Jetzt schalte diese Schneemänner aus, um zu zeigen, dass du kampfbereit bist. Nimm die Kohlen, Neuling. Du hast es ihm gezeigt. Sehr gut. Mach weiter, um deine erste Kraftkarte zu bekommen. Hier drüben, Neuling, ich hab was für dich. Waffen sind schön, Neuling, aber bei diesem Spiel musst du auch Karten benutzen. Jede Karte ist eine neue Fähigkeit. Betrachte diese Karte als deine Lizenz zum Furzen. Versuche, über diese Kante hier zu furzen. Großartig gefurzt, Durchlaucht! Komm schon, auf in die Schule! Triff mich auf dem Dach, Neuling! Kinder, ich weiß, dass die Schule zu ist, aber ihr solltet zu Hause sein und dort lernen. Und jetzt ab nach Hause und wir sehen uns auf Zoom. Siehst du die Elfenkinder da oben? Schnapp sie dir! Denk dran, Menschen hassen Elfen! Schlag sie, bevor sie dich schlagen, Neuling. Freuen wir sie uns. Oh, Moment, Leute. Der Neuling weiß noch nicht, wie man ausweicht. Verstanden? Okay, das war ein tolles Ausweichmanöver. Wow. Ja, schnapp ihn dir, Neuling. Schnapp dir diese Elfen! Oh, toller Treffer! Aua!
Schnapp dir diese Elfen. Süß, das war toll. Du hast voll ins Schwarze getroffen. Das war klasse. Vorsicht, das sind ein paar Elfen. Nimm den Bogen, Neuling, und erledige sie. Mehr Elfen. Benutze deinen Bogen, um sie auf Distanz zu treffen. Hey, was soll der Scheiß? Feuer erwidern! Feuer erwidern! Guter Treffer! Der Scheiß drauf, lass uns herfahren. Du hast die Elfen mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Gute Arbeit. Jetzt kann ich deine Ausbildung abschließen. Hier drüben, Neuling. Komm schon.